Hallo zusammen! Wir wollten heute ein What's in my bag Video drehen und wir haben die witzige Idee gehabt, dass wir jetzt gegenseitig unsere Taschen auspacken. Das heißt, ich tue Katharinas Tasche auspacken und sie packt meine aus. Genau. Willst du dich noch kurz vorstellen? Ja, ich heiße Katharina und bin mit Jo in einer Klasse und wir sind Freundinnen seit langer, langer Zeit. Ja, genau. Genau. Ja, dann fange ich mal an. Also die Tasche ist von Katharina und die werde ich jetzt auspacken. Wir werden es zusammen machen. Genau. Und ja, zeig mal meine Tasche. Jos Tasche, die leider kaputt ist. Ja, heute laufe ich so und dann ist das Ding hier abgerissen und die ganze Tasche ist so im Boden geflogen. Ich rieche schon mit, was ich habe. Und zwar fange ich an mit ihren Sportschlappen. Ich denke mal, die sind von Decathlon. Nee, ich weiß es nicht. Echt? Ja. Ja, eine Trinkflasche von Active O2. Trinkt sie sehr gerne und jeden Tag. Ja, genau. Dann haben wir hier einen Essence Pocket Beauty Cam, der 2 in 1 mit Spiegel und mit einer Haarbürste, wo es sich wunderbar durch die Haare geht. Genau. Dann haben wir hier einen Kalender von Filofax. Ganz cool. Mit, was ist drin? Ein Lineal. Genau, richtig cool. Und ein Reißverschluss. Ja. Dann haben wir hier ein paar Bücher. Das sind einmal das Englischbuch und ein Mathebuch. Und dann haben wir noch eine Lektüre in Englisch, Caught Between Cultures, das wir gerade lesen. Total cool. Das sind ganz viele Kurzgeschichten. Genau. Ja, also. Eine von Jos vielen Vesperdosen mit Süßigkeiten. Dann packt gleich alle mit aus. Oh, also eins. Zwei. oh Gott. Nummer drei. Oh Gott! Oh Gott! Ich wusste dann das. Ein Schokoriegel, der schon kaputt ist irgendwie. So zerdutscht. Oh mein Gott. Also ist, die Tasche ist auch irgendwie ein Mülleimer. Lautet auch irgendwie alles drin. ja, ich finde jetzt gerade kein Essen mehr. Ach so, hier gab noch. Ja. Ja. Genau. Genau. Also das war das Essen. Ja. Dann finde ich bei ihr eins. Ich habe nur eine. Das war's. Und einen super Apfel-Safa-Gemisch. Und eine total coole Flasche von Tupperware, ja. Kann ich auch empfehlen. Aber das Getränk überhaupt nicht. Dann haben wir hier noch einen Terminplaner. Der ist von online. Ja, so sieht der aus. Ja, also ist jetzt das gleiche Buch wie ich. Natürlich. Genau. dann ein Schirm. Was da alles reinpasst. Total cool. Ja, der ist aus Berlin. Das ist ein. Ja, der ist aus Berlin und da stehen dann halt so diese ja, bekannten Orte in Berlin drauf. Dann. Mhm. Haben wir ein GTR. Richtig cool. Ja. Und ja, das kleinere Pendant, ein Taschengewehr. Pendant. Dann haben wir hier einen roten Ledergelbbeutel. Nee, ist kein echtes. Das ist kein echtes Leder. Und ja, mit allem Schoolcard, Schülerausweis. Eine Glückskarte, die ich ihr zu Silvester mal geschenkt habe. Die gibt es ja immer bei DM. Genau. Ja, was haben wir noch? Achso, auch ein Geldbeutel. Mit Kamm. Von Tots. Ja. Genau. Dann haben wir hier ein Mäppchen. Und ich will nicht verraten, was da drin ist. Und zwar. Ist da ein Geodreieck
drin und es bringt mich wortwörtlich auf 180. Ja, es ist so ein Insider und ja, ein Mäppchen. Ja, also auch noch ein GTR. Und, oh je, Handschuhe von Primark. Der andere ist auch Primark. Hier, der zweite. Ja. Dann kann ich hier noch finden einen ganz coolen Button von hier. Hamburg, den ich ihr mal geschenkt habe. Dann haben wir hier noch einen College-Block, der mir auch zugunsten kommt. Ja, genau. Ach, ich habe noch eine Dose gefunden. Noch eine, Nummer 5. Und, noch eine. Ich wusste gar nicht, dass ich die dabei habe. Und komm. Ja, danke, warte. Oh Gott. Mars, da ist immer so eine Überraschung drin. Essen und Essen und Essen. Nochmal ein Schokorie. Mann, das ist halt... Ha ja, klar. Ich werde als die Picknickerin bezeichnet. Ja. Dann haben wir hier noch einen, ja, einen Mathe-Ordner. Nochmal so einen Ordner. Genau. Hier auch Ordner. Ganz viele. Naja, Mathe. Unser Lieblingsfach. Genau. Und Englisch auch noch, ja. Dann haben wir hier noch, oh Gott, ein Stone Age. Davon kann man gar nicht zeigen. Den Hintergrund, den habe ich mit einer Freundin beim Segeln gemacht. Da haben wir ihr Handy dann so heimlich genommen und richtig cooles Bild gemacht. Das darf man eigentlich gar nicht. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Ein Samsung-Handy. Ich frage mich nicht, Modellnummer. Was... Ja. Keine Ahnung. Und den iPod. Auch von Apple, der iPod hat. Ja. Was soll ich sagen? Oh. Das war Nikolaus. Das darf man nicht vergessen. Genau. Die Hülle zum Schirm. Genau. Und jetzt... Stifte. Stifte, Stifte, Stifte. Einige. Ja. Und ein Schlüssel. Ja. Dann haben wir hier noch einen BB Anker. Classic. Labello. Genau. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh nein. Oh, jetzt kommt's. Also, heute war es so. Wir haben... Mir ist die Tasche kaputt gegangen. Ich hatte noch dieses Schild, was in der Kinderabteilung immer am Shirt klebt. Das habe ich vergessen abzumachen. Und dann bin ich damit rumgelaufen. Aber das hat man nicht gesehen. Ich hatte ja die Jacke an. Dann mussten wir voll lachen im Matheunterricht. Und dann hat sie noch was verloren. Ja, leider. Genau. Und hier ist... Oh mein Gott! Oh Gott! Ich hab's gerade da drin gefunden. Sie hat ihren Anhänger verloren und dann bin ich den ganzen Weg abgelaufen. Und der war da nicht und ich habe so genau geguckt. Und jetzt sehe ich hier eine Tasche. Das war meine Tasche. Das ist dieser Thomas Sabo Eiffelturm. Ich glaube. Oh mein Gott, jetzt bin ich erleichtert. Ich glaube, ihr gefällt solche Videos. Ja. Überraschung werden wahr. Oh, ja. Zum Glück haben wir das gemacht, wir hätten es nicht gefunden. Ja. Da wäre es von so Büchern platt gequetscht worden. Ja, und was ist hier noch? Meines. Ein sehr neues. Ja. Also neuer als meins. Ja. Ja, und das war's. Ja, hier haben wir dann nur ein paar. So, ich glaube, wenn einem schlecht Konzentration. Wird. Konzentrationstabletten und. Unsere Schule. Ein Schlüsselband von unserer Schule. Ja, und den Hausschlüssel natürlich. Ja, die Tasche ist leer. Deine auch? Ja. Ja. Ja, sie ist... Naja. Also, das sind noch... Wollte ich jetzt nicht raus. Das sind noch zwei Lippenstifte.
einen Kamm und ja, ein paar Stifte und noch so ein paar Haarklammern. Ja. Und das war unser What's in my bag Video, unser Tag. Und wir taggen alle, die mitmachen wollen. Und ja. Hat dir gefallen? Ja, hat mir gefallen. Ja. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Genau. Mich würde es freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss.